Hallöchen, Leute. Willkommen zurück bei Minecraft. Ich habe mittlerweile das ganze Glas fertig hier. Hab das hier wieder umgebaut. Und kann jetzt den Spaß hier schon mal reinhauen. Flupp. Währenddessen sieht man auch, ich habe hier ein bisschen was rausgesucht, denn ich würde das Card gerne nochmal optimieren. Und ich glaube, das geht mit einem Card Modifier Update. Ein Blank Update für Refined Metal. Oh Gott. Kann ich mir das ja besser nochmal von vorne bauen? Ich glaube, das machen wir schon. Es geht einfacher. Ist halt die Frage, ob ich da nicht vielleicht doch das Advanced haben will. Warum habe ich jetzt ein Stack davon in der Hand? Sagen, das war doch nur Anzeigefehler. Smeltery, so. Wenn wir noch mal Lager brauchen, ich werde das aber diesmal wahrscheinlich nicht so groß bauen. So, dann doch die bessere Solar Engine. Sie machen davon wieder 4 Stück. Und dann doch mal hier. Vier, so, dann brauchen wir hier einen größeren. So. 2 Pistons. Was fehlt mir? Was fehlt mir? Was fehlt mir? Blankes Holz. Das ist nicht das Problem. So. Bauen wir schon mal auf. Können wir ja. Und oben muss, glaube ich, Eisen hin. So, dann haben wir die Solar Engine normal. Es gibt auch noch eine Kompakt Solar Engine, die braucht dann halt hier ein bisschen verbesserte Sachen, die entsprechend aufwendiger sind. Jetzt ist die Frage, will ich vielleicht doch hier das machen? Dann bräuchte ich nochmal so ein. Ich bräuchte auf jeden Fall noch 2 davon. Und halt einen Diamanten. Ich glaube, den Spaß gönne ich mir. Und auch noch zweimal Gold dafür. Das macht das ein bisschen teuer. Das so rum oder genau andersrum? Ich vergesse das immer. Ja, schon richtig rum. Sehr schön. Dann brauchen wir aber noch trotzdem nochmal davon und davon. Dann wird es auch langsam ganz schön knapp mit dem, was ich an Rohstoffen da habe. Das müssen wir einfach nochmal wieder neu verarbeiten. So, der Diamant. So, dann haben wir auf jeden Fall auch das Advanced. Dich kann ich wieder wegtun, dann dich werden wir auch nicht nutzen können. Aber wir können hier wieder Chests nehmen. Ich glaube, ich nehme vor allem erstmal die Internal. Die war nämlich schon einfach zu machen. Und die Front geht eigentlich auch noch. Ich glaube, so ging die an. Gebe ich mich nicht mit zufrieden. Wir gucken uns nochmal an, wie die ging. So. Da wir hier noch Möglichkeiten haben, machen wir es aber vernünftig. Wenn ich da jetzt einfach mal vernünftig klicke. So. Jetzt aber. Die brauche ich nämlich 4 von den großen. Und 2 von den kleinen. Von den Chestplate habe ich jetzt natürlich wieder viel zu viele, aber das ist ja egal. Denn die verbrauchen wir ja eh immer wieder. Und da gibt es sicherlich auch noch andere Sachen, die man machen kann. Oder? Den sollte es eigentlich noch mehr geben. Extracting Chest. Cargo Manager braucht er die auch, stimmt. Naja. Schwupp, schwupp, schwupp.
So, und jetzt brauchen wir noch die Hülle und dafür brauchen wir erstmal wieder Eisen. Ich hätte auch gerne den, ich hätte allgemein von diesen Upgrades hier gerne mal ein bisschen was gemacht, dort rumzuspielen, weil es gibt ein paar, die interessant sind. Zum Beispiel, das könnte ich, da kann ich gleich mal jetzt ausprobieren. Wir machen erstmal eben die Hülle fertig, dann zeige ich euch mal, was mir danach durch den Topf ging, genau, durch den Kopf ging. So. Und zwar. Ja, Creative Mode wäre geil, aber das kriegen wir wohl nicht. Aber es gibt hier eine CO2-freundliche Variante. Da bräuchten wir Clean Fan. Das bräuchte halt erstmal nur. Bräuchten wir ein Blank Pad. Ah, stimmt. Dafür braucht man immer das hier. Und dafür brauchen wir immer Dinge mit Obsidian drin. Und Diamanten. Ja, das lassen wir also erstmal lieber noch. Sieht gut aus. Braucht diesmal ein bisschen länger. Überrascht mich jetzt nicht und wird wahrscheinlich auch noch neue Holzkohle brauchen. Das heißt, ich kann mal schauen, wie viel wir da hinten schon wieder durch haben. Man kann den zum Beispiel damit auch umstellen auf Lava-Betrieb. Das geht alles ohne Probleme. Aber erstmal reicht mir der Solarbetrieb. Also das ist dann halt, soweit ich das verstanden, Updates für den Card-Assembler. Man kann das auch so aufbauen, dass der Card-Assembler dann zum Beispiel automatisch funktioniert, automatisch Cards auf- und wieder abbaut. So, ich hoffe, dass ihm das erstmal ein bisschen reicht. Ich weiß nicht, er sagt mir leider nicht, wie viel er wohl erwartungsgemäß brauchen wird. Das heißt, wir kümmern uns währenddessen schon mal um eine Spitzhacke, wo wir den Kopf, ein Binding und einen Dingsbums brauchen. Und nichts davon in Form haben. Ich nix davon, na super. Cobblestone, so. Rot. So, jetzt müssen wir uns nämlich erst einmal, was ich nämlich verpennt habe, was damit ein bisschen doof ist. Ihr kommt da schon mal wieder rein. Das habe ich auch noch so ein bisschen unpraktisch gelöst, dass man sich da nicht hinstellen und das irgendwie vernünftig machen kann, dass man die irgendwie aufarbeitet oder sowas, dass ich sagen kann, okay, ich erweitere die dazu, weil bisher ist es halt irgendwie, hilft mir nicht so wirklich weiter. Wir haben hier noch einmal Aluminium-Brass. Wir haben doch sicherlich auch noch Aluminium, oder? Ja. Muss ich nur mal wieder nachgucken, wie viel ich davon brauche. Wo sind die da? Timbits and You müsste richtig sein. Hoffentlich. Nee, ist es nicht. Mighty Smelting ist richtig. Da bin ich im Bereich Alloy. Drei Aluminium und einem Kupfer. Okay. Das heißt, davon bleibt einer drin und wir nehmen hier noch einen Kupfer mit. Und schauen mal, wie weit er hier ist. Ah, das war jetzt wohl der Rest. Kommt das dort nämlich raus? Wir müssen jetzt erstmal uns hier wieder die Dinge durchjuckeln. Und wie gesagt, also ich finde es doof, dass man quasi im Endeffekt hat man ja jedes doppelt. Weil man das halt einmal in klein und einmal in groß sich dann machen muss. Das finde ich ein bisschen doof, dass man irgendwie nicht das kleine, wobei vielleicht könnte man, nee, könnte man ja nicht, dann würde man das ja in Aluminium vormachen, dass man im Endeffekt das kleine reinlegt und dann das Aluminium drüber gießt, um das Ganze quasi mit der Form einfach zu überziehen. Und ihr versteht, was ich meine. Das fände ich halt eine gute Sache. Weil so ist das halt so ein, warte, ich nehme dich nochmal kurz raus. Warten, bis der zuerst fertig ist, nur zur Sicherheit. Dann währenddessen mal einen Schluck trinken. Das gute Wasser mit Pfirsichgeschmack. Wahrscheinlich machen wir uns damit wieder einen zu viel, aber das ist ja egal. Dann schmelzen wir den hinter mir. Wobei, nee, machen wir nicht. Ich glaube nämlich, wir werden wirklich drei brauchen. Und warten deswegen jetzt genau, bis er geschmolzen ist. Packen das da schon mal wieder hin. Na komm, so, geht doch. Davon brauchen wir, glaube ich, nur zwei.
Die wir dann nämlich jetzt auch schon mal falsch, weil die haben ja zum Teil Material Cost von 0,5. Und das bekommt mir dabei jetzt entgegen, genau. Teilweise habe ich es auch mit der Wortfindung, das kommt mir dabei jetzt entgegen. Und wenn das nochmal heiß läuft, kann ich nochmal nach unserem bisherigen Card schauen. Ich kann die dann ja im Zweifelsfall beide hier hinstellen, das kostet ja nichts extra. Aber, ja gut, er hat jetzt schon hier anderthalb Stacks fertig, aber ich hoffe, dass der andere einfach schneller ist. Ansonsten könnte ich mir eigentlich irgendwann auch einen Card Disassembler bauen. Beziehungsweise das... Ja, nee, das wäre wieder der gleiche Modifier. Bräuchte mit unheimlich viel Eisen und die Möglichkeit, mich hier dieses harten Zeug irgendwann mal zu machen. Und das braucht halt immer ein Feind Harder und der ist aber aus Obsidian und Diamant und das macht das Ganze sehr teuer. Was mich ein bisschen ärgert. Weil normalerweise basiert das, glaube ich, auch ohne Probleme auf IC2, dass man da Refined Iron für nehmen kann, anstatt Refined Metal. Zumindest war es bisher in den Versionen immer so. Ich denke mal, jetzt mit der Experimental würde es sowieso nicht funktionieren. Und dann wäre es halt wesentlich einfacher. So, wir haben zwei Stück, dann... So. Du kommst wieder da rein. Du bist hoffentlich wieder leer. Ja, sehr schön. Ich überlege, ob ich mich jetzt hinstelle und schon mal wieder mehr Glas mache. Obwohl, nee, wir können es erstmal hinstellen. Wir haben nämlich hier ganz viele andere Dinge, die wir dann nicht mal einschmelzen können. Stellen uns dann mal hin, machen hier eine Spitzhacke. Bleiben auch einfach ruhig beim Namen Pickaxe, das ist okay. Jetzt ist die Frage, welche Modifier möchte ich schnell haben? Weil Fortune zum Beispiel sich für die eigentlich nicht lohnt, weil Dartcrafter geiler ist. Denn mit Darkcraft kann ich, was Fortune angeht, mehr. Da brauche ich das nicht auf der Millennium-Spitzhacke. Aber Geschwindigkeit wäre nett und dann eigentlich auch Haltbarkeit. Wie viel Haltbarkeit hätten wir denn bisher? 3000. Da würde sich ein Emerald so gesehen schon lohnen. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal den Ball of Moss. Den will ich auf jeden Fall da drauf haben. Dann hatte ich, wie gesagt, Emerald. Habe ich da überhaupt noch welche? Ich habe nicht mehr in Erinnerung, dass ich die alle für Peaceful Table komplett verbraucht habe. Ja, sieht so aus. Ließe sich aber auch machen aus ganz viel Gold. Das ist teuer. Will ich mir das erlauben? Ich glaube erstmal nicht. Aber was ich mir erlauben könnte, wäre ein bisschen Redstone. Da haben wir doch noch recht gut da. So. Ach nee, wir können ja, bevor wir das machen. Ich weiß gar nicht, wie viel hier als ein Modifier zählt. Ja, genau, es waren 50, okay. Dann passt das eh erstmal. Bei 36 bräuchten noch einen Tanken Redstone nicht. Ja, nehmen wir noch ein bisschen was. Und gut, jetzt würde sich Fortune schon lohnen, aber ich bin zu faul dafür, jetzt erst Darkcraft zu machen. Und ich möchte jetzt gerne die Millennium-Spitzhacke haben, weil die einfach dann richtig schön schnell ist. Und halt für normales Abbauen optimal. Wir sind bei 36, da passen noch einmal einen Block drauf, glaube ich, und den Rest muss ich dann per Hand machen. Ja. So, dann sind wir genau bei 50. Haben dann eine schöne, schöne Spitzhacke. Diese hier lasse ich einfach erstmal da. Freue mich einen Keks darüber. Hab hier schon wieder unheimlich viel drin, was wir damit mal anfangen können, Dinge hier reinzuhauen. Wir haben auch schon wieder kaum noch Lava da drin, nicht wahr? Ja. Das heißt, ich brauche neue Lava. Und wahrscheinlich auch für den hier wieder Fuel, oder? Ja, noch hat er welches, aber er hat auch noch nicht alles durch. Da noch mal ein bisschen Spendabel hauen, dafür noch mal ein bisschen Kohle auf den Kopf.
So, meine bescheidenen Lava-Vorräte. Wenn die weg sind, habe ich noch einen zweiten See in der Nähe und dann muss ich erstmal wieder lossuchen. Vielleicht habe ich einfach mal Glück, vielleicht will ich mal Ölsee oder so. Ansonsten bisher ist der Plan auf Bienen, aber das habe ich auch immer noch nicht angefangen. Oh Gott, aber das heißt, ich kann da vielleicht daran noch eine Folge aufnehmen und mit Bienen anfangen. Wäre vielleicht eine ganz kluge Sache, oder ich kann auch jetzt gleich damit schon anfangen. Das wollte ich zuerst. Und hier wollte ich ihm das geben, damit er das wieder vollpackt. Sehr schön. Dann machen wir da nochmal einen rein. Und schauen jetzt mal. Squeezer. Zinn und ein Studded Casing und Gold. Gold sag ich schon, Glas. Nee, du hast Silber, nicht Zinn. Du bist Zinn und da haben wir noch einzelnes Zinn. Studded Casing war Bronze, das heißt, wir bräuchten vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr. Und Glas hoffe ich einfach mal, dass ich es noch habe. Wir haben sogar noch für zwei Sturdy Casings. Ich habe keine Ahnung, ob ich die noch brauche, aber ich sollte sie vielleicht schon mal machen. Denn ich habe so die Vermutung, wir werden dann ja eine Zentrifuge brauchen. Die braucht auch ein Sturdy Casing. So, ein Squeezer. Wir haben hier unten noch unsere. Die Rolling Maschine einfach mal so lange weg und du dahin. Können die Kohle auch gleich erstmal wieder rein und ich brauche. Warte mal. Ich habe da so eine Vermutung. Dass ich den Prevented Casing wurde im Carpenter gemacht. Genau. Und dafür müssen wir das nämlich drin haben. Und dafür packen wir das am besten in irgendwelche Kapseln rein. Holen uns schon mal unsere Seeds. Ich hoffe, die reichen. Und machen uns ein paar Zinnkapseln dafür. Damit müsste der ja klarkommen. Oder zu wenig. Und wieder schon mal Kupferblock fertig machen. So, da haben wir die Cans. Und du gehst an. So. Und gut, für Carpenter brauchen wir dann eh den Prevented Casing. Ich muss mich mal ein bisschen strecken. Ach, das Leben kann so schön sein, wenn man in Ruhe Minecraft spielen kann. Er sagt mir immerhin noch so wenig. Das heißt, er hat es aber wahrscheinlich einfach noch nicht erkannt. Wird wahrscheinlich beim nächsten Mal Prozess, wenn hier was drin ist, verarbeitet. Ja, ich sollte die auch da rein tun. Ich dachte mir schon, warum passiert denn hier nichts? Das ist ja irgendwie auch nicht richtig. So. Schnüff, du brauchst auch noch, ne? Ja. Das heißt aber auch, wir haben hier mittlerweile. Du hast wieder aufgehört, weil es schon wieder Nacht ist. Wir haben hier mittlerweile ein paar Bricks, paar Stones fertig. Also ich kann mal schlafen. Ich kann schon mal grundlegend anfangen, hier gleich mir Bricks zu machen und ansatzweise alles hier auszutauschen, denn ich finde, Brick ist so für eine Fabrikinsel die schönste Variante so ziemlich. Und dementsprechend. Wird das hier halt überall hinkommen. Da ist dann die neue Spitzhacke auch schon schön. Kann ich einfach mit dem Fußboden schon mal anfangen. Und will halt prinzipiell alles in Zukunft immer schön mit Bricks bauen, damit es halt schon gut aussieht. Ich soll mich mal wieder vors Mikrofon setzen. Und sonst brauche ich mich hinterher nicht wundern, noch ein paar passagenweise, das, was ich sage, so leise ist, wenn ich die ganze Zeit neben dem Mikrofon sitze, ja, hänge mit meinem Kopf und mir denke, warum ist das so leise? Tja. Und da ist Kohle. Kohle ist gut. Weil die ja nun mal. Also normale Kohle im Nether immer noch nicht zu bekommen ist. Und fieserweise ne der Netherofen von
von Nether Stuffs nicht normale Rezepte durchschaut. Zumindest bisher nicht. Ich weiß nicht, ob er daran arbeitet, das wieder einzubauen, weil ich glaube, das ging mal. Ich habe den lange Zeit benutzt, um mir Eisen, Holzkohle damit zu machen. Beziehungsweise, ja doch, Holzkohle. Das war noch in der 147er Staffel im ersten Gebiet, da habe ich die dafür verwendet. Ging auch ziemlich gut mit so einem Soul-Siphon zusammen, der gerade zum ersten Mal quasi getestet wurde und ich die ganzen lustigen, coolen Exploits mitnehmen konnte. Bringen wir aber eben das Zeug weg. Gerade die Kohle ist schon sehr nett. Und das Eisen will ich bald auch alles einschmelzen. Jetzt mal kommst du hier noch weiter raus. Wird auch noch ein bisschen dauern, bis ich das immer... Also ich mache es halt meist so, dass ich dann, wenn ich so nebenbei spiele, irgendwie am Bauen bin, zum Beispiel, wie sich hier jetzt am Fußboden oder sonst zuletzt hier in dem Mittelteil, ich natürlich auch komplett noch so auskleiden will, habe ich mich dann meist hingestellt und dazwischendurch immer wieder mal da vorbeigerannt und habe dann halt einmal auf den Auslass für das große Teil, das Klötze gibt, gedrückt. Nur beim Glas war mir das einfach zu doof, weil ich es einfach so viel machen musste, dass wir dann einfach gesagt haben, so komm, automatisieren wir das mal so lange. Haben wir fürs Ende der Folge auch wieder ein bisschen basteln am Start. Und ich werde bis zum nächsten Mal mal die Sachen durchlaufen lassen. Also den Squeezer und das Kart. Sodass wir dann beim nächsten Mal das Kart aufbauen. Oder vielleicht, je nachdem wie viel Zeit, wenn ich das habe, wenn ich das nächste Mal aufnehme, baue ich es vielleicht schon mal auf, weil es funktioniert hier prinzipiell genauso. Und lasse es schon mal durchlaufen. Dass ich halt auch schon mal wieder mehr Stone bekomme, um dann weiterbauen zu können. Das war der falsche. Haben wir da nicht noch welche? Ja, sehr schön. Haha. Und man sieht halt mit der Spitzhacke, die ist schön zügig. Es gibt, glaube ich, noch schnellere Möglichkeiten. Also wenn man mit Dartcraft auf eine Spitzhacke mehrfach Speed draufhaut, dann kann das schon noch mehr. Aber meine Fresse, das hier ist schon ziemlich gut. Und ich kann halt, wenn ich will, ich könnte theoretisch gesehen noch Silk Touch mit draufhauen, was vielleicht interessant wäre, weil ich die meisten Sachen ja doch durchaus als abgebaute Variante hinter haben will. Würde sich auf jeden Fall lohnen. Oder ich kann halt noch einen Haltbarkeitsmodifier draufhauen. Sonst habe ich halt bei sowas immer Fortune mit drauf, aber da werde ich dann auf Dartcraft umsteigen. Einfach, weil ich da die höheren Werte erreichen kann und dementsprechend mehr davon habe. So, den nehmen wir hier mal noch mit. Mal sehen, ob die dafür noch reichen. Dürfte aber halbwegs passen, sehr schön. Und das Stück hier kann auch noch weg, dann passt das genau. Dass wir alles, was wir an Stonebricks haben, schon mal da drin haben. Wird natürlich wieder viel mehr von dem Zeug geben, was ich in vielen Kisten verstauen muss. Aber ich finde, das sieht schon mal ziemlich geil aus. Also wenn die ganze Insel hinter quasi, oder der Kern der ganzen Insel so aussieht, da freue ich mich schon so richtig drauf. Und dann immer schön stückweise weiter ausbauen. Dann kann ich mir nochmal hinstellen und hier das Kart noch ein bisschen weiter befüllen, damit wenigstens das voll arbeitet. Würde ich vielleicht, wenn ich World of Tanks spiele, nebenbei mal laufen lassen, dann habe ich da unheimlich viel davon. Ja, da sage ich dann für heute mal Schluss. Schluss, genau. Tschüss. Lass das hier noch durchlaufen. Lass unseren Squeezer hier hinten durchlaufen. Der dürfte ja noch einiges vor sich haben. Nämlich einen zusammen. Oh Mann. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.